Und da sind wir schon wieder zu einer Map, die jetzt wahrscheinlich wirklich, also jetzt ohne Scheiß, ein bisschen kurz kürzer wird. Ist eine Endmap von der Episode. Und die Endmaps, die sind ja generell ein bisschen kürzer. Ich meine, wir müssen jetzt einen Cyberdemon besiegen und das war's. Das Leichteste auf der Welt. Wobei ich gar nicht weiß, wie sich das jetzt mit Call of Duty macht. Habe ich mit der Mod überhaupt schon mal gegen Cyberdemon gekämpft? Weiß ich gerade gar nicht. Wir machen einfach mal ein bisschen was auf. Wir haben noch gar keinen Raketenlauncher. Was ist denn hier los? Oh oh. Hä, hier ist ja gar keine Raketen. Hier ist ja alles drin, aber keine Raketen. Nani? Okay, bin ein bisschen gespannt, was hier jetzt. Ne? What the fuck? Okay, der nette Herr ist ganz schön aggressiv, merke ich gerade. Ja, weiß nicht, wo fangen wir denn an? Die Mission aufsammeln wieder. Wir haben jetzt gerade ganz schön viel Weiße verbraucht, aber Weiße sehe ich hier nirgendwo. Digga, wir haben noch 10 Schuss übrig. Was geht hier gerade schief? Bin ich gerade dumm oder so? Spiele ich gerade wieder Survival Mod? Rein zufällig? Was ist das eigentlich für Munition? Ist das. Nee, ist nicht die hier, oder? Nee. Da haben wir die Waffe für die Munition noch gar nicht. Ist ja nämlich hier für den Sima-Slot. Und für den Sima-Slot haben wir noch gar keine Waffe. Na super, da haben wir hier nur nutzlose Munition. Ah, super. Na gut, ein bisschen Revolver-Munition haben wir. Machen wir den ganzen Timer, die man einfach mit einem Revolver platt. Easy. So. Easy. So. Ja. Was soll. Der schießt ja sofort los. Der hat ja gar keinen Delay. Alter, was mit dem Typen? Kifft der? Können wir den hier durch erledigen? Geht halt wirklich. Es geht halt wirklich. Nein! Kann ich mit angelegter Waffe nicht rennen oder was? Tatsächlich. Oh mein Gott. Oh, Alter, wie schnell die Dinger sind. Ey, das erwartet der. Oh. Okay, für die Projektile braucht der Typ definitiv einen Waffenschein. Das ist ja mal. Was ist denn da los? Wir müssen hier definitiv hier drin in der Ecke lassen. Das interessiert ihm nur leider relativ wenig. Uah! Digga, wie soll das gehen? Können wir den hier durch? Können wir den hier durchsnipern? Nee. Digga, Alter, wie schnell ist der? Kannst du vergessen. Ja gut, also, ich weiß ja nicht. Wie soll das funktionieren, Leute? Denkt doch mal nach. Gut, wir können ihn immer hier durchsnipern. Wo ist denn der jetzt? Alter, ich sehe ihn halt nicht. Und er kommt schon wieder. Kommt er? Komm, Homie. Hallo? Wie wär's mit uns beiden? Jetzt bleibt er da. Okay, kommt mit uns. Oh, er kommt. Alter! Hat der eine erste Mai-Laune? Holy shit!
Oh, er kommt. Alter, wie schnell die Projektile von dem Typen sind. Na, die Hälfte mal schon runter. Warum hat er eigentlich den Kopftreffer? Na komm! Er kommt! Ey, da kannst du. Alter, da musst du echt super schnell anfangen wegzulaufen. Sonst wird genau das. Pass auf mit deiner Munition! Da kannst du jemanden verletzen! Alter! Alter, hier ist nicht schwächer. Alter, komm rum. Alter. Wir sollten. Ich das mal speichern. Hallo. Können wir hier mit? Der kommt schon wieder. Ich. Regenkrise. Nein, ich bin gefangen. Ja. Da gehen die Türen hinter mir einfach zu. Ist klar. Ha, what the fuck? Kommst du? Sei ein braver Junge und bück dich. Hallo? Was ist los mit dem? Wo ist denn der jetzt hin? Okay, also weit weg war er nicht. By the way, wir können mal wieder hier 1, 2 und noch ein. So. Er kommt. Ach, noch ein Schuss. Das Problem ist, ich darf ihn nicht töten. Ja, so, jetzt lebt er gerade noch so. Jetzt kann ich nämlich die ganze Munition hier einsammeln. Aber sobald der Typ nämlich tot ist, ist die Map auch zu Ende. Das, meine lieben Damen und Herren, dürfte nicht sein. Oh, ist auch noch. Wo ist denn der? Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Wo kommt der jetzt? Von links oder von rechts? Eigentlich müsste der von rechts kommen, kann das sein? So, noch ein Schuss. Und jetzt Geschichte. Stirb doch mal bitte! Ach,
ist denn los mit dir? So, jetzt dürfen wir ganz legal in die nächste Map übergehen. Change Map E3 M1. So. Und damit geht's in der nächsten Episode weiter. Also in der nächsten Woche. Die nächsten beiden Episoden ist erstmal special, ne? Aber dann eben die nächsten beiden Episoden, die dann wieder regulär sind, also nächste Woche. Und so. Wisst ihr schon. Bis dann.